Cheesecoms, Bastion, es wurde alles gespielt, es wurde alles mal ausprobiert und ja, der Erfolg bestätigt das, dass es einfach gut läuft für die Narwhals. Die Alps Nemesis sind aber genauso erfolgreich und im letzten Spiel der letzten Woche haben sie sogar Bayern Apex 4:0 geschlagen, die ja gerade gegen Pantera ganz gut gespielt haben und damit gehen wir auch schon auf die erste Map. Es wird Lijiang Tower sein. Lijiang Tower allerdings. Von daher haben wir hier wieder Good Action vorhanden mit Control als erste Variante. Daher haben wir hier schon einmal einen guten Map-Pool erwischt, würde ich mal sagen. Denn mit Lijiang Tower ist immer eine Map, die etwas spezieller ist, die auch jetzt sehr, sehr viel Luftraum bietet und die ein oder andere Pharah vielleicht zur Verlockung bringen wird. Ja, und die Zuschauer, den stürzt gerade der Stream gerade kurz ab. Aber wir haben das Bild noch und ich hoffe, ihr habt ihn auch drauf. Deshalb das kurze Jubeln. Beide Teams sind ready, beide machen sich bereit. Wir sehen schon auf der einen Seite Sigma Orisa mit der Pharah, mit dem Doomfist. Und auf der anderen Seite, ja, da gibt es keine Pharah, da will Smile mit dem McCree dagegenlegen und deshalb wird das hier erstmal ein spannendes Shield-Battle, wenn es dann gleich soweit ist, wenn beide Teams auf die Maps gehen. 10 Sekunden haben wir noch Zeit. Keine Mercy tatsächlich im Moment hinter Neris, was noch ein wenig interessant ist, aber ich schätze mal, mit Lucio Moira hat man einfach diesen Ground-Speed-Vorteil, wo man einfach viel mobiler ist auf dem Boden und das könnte natürlich eindeutig etwas geben, aber im letzten Moment Caps Lock switcht dann noch rüber an die Mercy, natürlich die Farm Mercy muss dabei sein und jetzt kommt man auch schon direkt in die Fights mit den Raketen. Beide Teams entscheiden sich hier für den leicht verwinkelteren Weg und man sieht es schon klar, dass hier schon Point contested wird und Alps Nemesis hier deutlich aggressiver vorangeht. Die kommen hier viel schneller rein. Der Sigma versucht da zu machen, was geht. Man versucht Space zu createn. Die Orisa Pulse sitzen gut. Das Shield geht aber schon gut low. Und jetzt entscheidet man sich hier auf den Punkt zu gehen, um hier Northwest Narwhals ein wenig zu pressuren. Res ist ebenfalls schon raus und die Leute gehen hier wirklich sehr, sehr aggressiv rein. Alps Nemesis kann sich hier schon den Punkt sichern, aber Northwest Narwhals lässt sich hier nicht darauf sitzen und ist ja mit beiden Tanks weit, weit vorne dran und die von Mercy ist natürlich ebenfalls noch da und beide Coalescents kommen hier schon recht schnell raus. Caps Lock muss da schauen, dass er rauskommt, wo es geht und Royal holt hier Jan raus. Das ist ein sehr, sehr guter Pick hier für die Northwest Narwhals, die hier aggressiv reingehen müssen und die Barrage hinterher leider nicht mit zu viel Impact, aber der Doomfist, der hat genug Impact da rein und die Schilde stehen natürlich ebenfalls auf dem Punkt da. Es gehen jede Menge Kills durch für die Northwest Narwhals und somit kann man hier den Point ganz schnell rüberflippen. Somit treibt man hier das Gegnerteam zurück in den Spawn. Alps Nemesis müssen sich da regroupen, aber haben natürlich schon ordentlich Ult-Prozent hier gesammelt. Aber die Northwest Narwhals, die stehen dem nichts nach. Sogar fast die zweite Ult von der jeweiligen Moira da. Aber Eagle wird als erste abgeholt. Das einzige Mädel, was hier in den Playoffs spielt. Und Neris, der setzt einfach nach. Der nimmt noch einen Kill mit. Binary zwar auf Caps Lock hier mit dem Stun, mit dem Accretion, aber da geht es erstmal nicht mehr weiter, da muss man sich zurückziehen und ein bisschen respawnen. Schwierige Situation für Alps Nemesis gerade, hier werden hier gut zurückgepusht und es gibt hier immer wieder einzelne Picks, das hier verhindert, dass sie wirklich als ganzes Team reingehen können, aber Binary jetzt mit dem Push, der hier nach vorne gehen will, aber sofort den Punch abkriegt und keine Chance hat, hier wirklich noch durchzukommen. Ignite ist es kalt, geht sofort drauf und da wird hinterhergesetzt. Man hat den Reaper am Start und da ist einfach der Damage-Output so groß, dass man zurück in den Abgrund gezwungen wird. Und Alps Nemesis müssen sich nochmal zurückziehen. 50% sind es jetzt für die Northwest Narwhals und die Ult-Economy, die sieht auch schon ganz schön gut aus. Das ist keine Frage, dass das hier sehr, sehr gut aussieht. Drei sind bereits ready, zwei sind schnell auf dem Weg, aber auch Alps Nemesis hat hier ebenfalls schon zwei ready und drei sind auf dem Weg, während Smiler wieder auf den McCree rüber switcht, um hier Neris nochmal ein wenig in die Enge zu drängen, denn der hat hier sehr, sehr viel Freiraum und das zeigt sich auch, denn der macht hier gut die Picks, bevor die Fights überhaupt beginnen, aber jetzt geht es noch einmal richtig los hier mit dem Supercharger, der hier reinkommt. Und da geht es direkt mit Schilden weiter. Der Supercharger amplifiert natürlich den Damage und damit kann man hier auch Royal schon mal abholen. Auf der anderen Seite der Supercharger down. Die Doomfits machen da viel Schaden, aber Neris noch viel mehr auf Pfeff und damit ist der erste Kill durch. Hier Neris wird sofort abgeholt durch Slime, natürlich gecountert, aber man versucht hier weiter zu pushen. Man versucht hier irgendwie diesen Punkt einzunehmen und das gelingt den Alps Nemesis. Die kriegen hier bei 87% den Punkt gestoppt und eingenommen und kriegen die Northwest Narwhals zurückgedrängt. Yeah, Northwest Narwhals haben aber weiterhin ihren Supercharger noch ready, den sie dann nicht genutzt haben, was natürlich im Moment ein kleiner Vorteil ist für die Northwest Narwhals. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Trost, denn der Fakt, dass als Nemesis gerade die Prozent hochsteckt, ist natürlich die andere Sache. Ja, aber jetzt wird sich rangetastet, man sucht das Fenster, aber dann ist direkt erkannt worden und muss sich hier zurückziehen. Der Angriff von der anderen Seite hier, die Northwest Narwhals wollen reinpreschern, nehmen hier den Supercharger zur Hilfe. Auch Doomfist kommt rein, wird aber von Neris abgeholt und
Somit ist es der erste Pick für die Narwhals. Die versuchen hier den Stun durchzukriegen, aber viele Schilde im Weg. Ignite the Sky faustet rein. Neres weiter mit Kills aus der Luft, hat hier seinen Counter rausgenommen. Und da kommt auch die Coalescence dazu, um hier den nächsten Kill zu sichern. Und damit kriegen die Narwhals den Punkt zurück. Es wird nochmal contested hier. Man darf nicht zu sehr den Stagger riskieren, aber Ignite the Sky nimmt ihn sich einfach mit. Und damit muss es jetzt schnell gehen. 95%. Das wird sehr, sehr knappe Sache. Kann man hier noch einmal contesten. Es sieht schwer aus für Alps Nemesis, die hier gerade enorme Probleme haben. Und es reicht nicht. Northwest Narwhals kann sich somit einfach den ersten Punkt hier mit nach Hause nehmen. Alps Nemesis geht erst einmal leer aus, auch wenn es etwas knapper war. Da war auf jeden Fall viel Damage unterwegs. Man hat mit der Pharah den Schaden drücken können. Smile auf der Gegenseite konnte nicht so viel gegen die Pharah machen. Also Neris wirklich mit gutem Positioning überzeugt. Immer wieder den Flank gesucht, immer wieder die Lücke gesucht, wie er an den Gegner rankommen kann. Und Alps Nemesis, ja, ein bisschen antwortlos. Haben zwar zwischendurch den Punkt mal wieder gekriegt, haben sich durchpressen können, aber natürlich auch nur mit hohem Ult-Aufwand. Und jetzt werden wir mal schauen, wie es hier auf der nächsten Map weitergeht, wie hier das Control Center gespielt wird. Control Center ist dann natürlich wieder die andere Variante. Nicht so viel Freiraum für eine Pharah, von daher wird man da auch schon direkt runter switchen. Da kommt nämlich der Doomfist und die Symmetra tatsächlich, um hier wirklich schnell nach vorne zu kommen. Gerade noch mit einem Lucio. Dann hat man den Teleporter kurz ausgenutzt und mit danach sofort auf den Reaper geswitcht. Aber Nacht macht hier bereits gut Damage und das ist bereits der erste Pick, der hier durchfällt. Und der Junge macht hier wirklich ordentlich Stress. Ja, und ohne Doomfist, da kann man nicht mehr so viel machen. Da geht es nur noch auf die Rückwärtstaste und zurück in den Spawn, damit man noch irgendwie nicht zu viele Ult-Prozente verschenkt. Und deshalb, ja, nehmen sich die Northwest Narwhals erstmal den Punkt wieder ein, haben hier eine schnelle, gute Comp bewiesen mit dem Reaper, mit dem Doomfist. Voll in der Meta drin. Und auf der anderen Seite ist Jan wieder raus. Der stirbt hier viel zu früh. Der stirbt hier immer sehr, sehr früh. Royal, das sehr, sehr gut am Werk. Aber auch Caps Lock, der mit dem Heals richtig gut hinterher helfen kann und man pusht hier einfach wirklich in den Spawn der Alps Nemesis und die wissen hier gar nicht mehr wirklich, was sie tun sollen, aber jetzt kommt hier langsam der Fight wieder rein. Guter Stun auf Ignite the Sky, aber er kommt trotzdem nochmal, na knapp, schaffen sie es doch, ihn abzuholen und jetzt geht's nach vorne, jetzt wird W gedrückt, man nimmt die Coalescence, man nimmt Binary hier mit allen Mitteln, wird nach vorne gepressured, auch der Stun sitzt auf den gegnerischen Reaper, Neris ist raus und somit kann man dann doch ordentlich Damage auf den Punkt bringen, auch mit dem Reaper wird hier der Heal durchgebracht, wird der Schaden durchgebracht und es sieht gut aus, aber Jan kriegt jetzt den Kill auf Battle Axe, Levitate nimmt auch Royal raus und es wird hin und her getradet. Es werden in die einfach nur Kills rumgetradet, aber als Nemesis gibt hier den Punkt einfach noch nicht auf. Nacht fällt jetzt aber schlussendlich doch noch durch die Ult von Binary hier und somit kann man hier den Punkt erst einmal verteidigen und als Nemesis kann hier im Moment noch nicht drauf, versucht es aber und ist jetzt auch wieder in einer sehr, sehr guten Position, aber Northwest Narwhals kann hier noch einmal gut turnen mit dem Doomfist. Und als Nemesis steht hier wieder im Spawn zurück. Ja, Jan will nicht aufgeben, aber jetzt hat er es doch eingesehen. Es muss zurückgehen, denn man hat schon zu viele Prozente verschenkt. Man konnte nicht genau regroupen in der ganzen Zeit. Und ja, Smile muss jetzt gucken, dass er sein Death Blossom irgendwie anbringt. Eagle hat auch noch hier, um ihn am Leben zu halten, eine Sound Barrier. Aber auf der Gegenseite erstmal hier der Amplifier. Man healt zwar ordentlich, hat die Sound Barrier auch raus, aber auf der Gegenseite die Sigma-Ult. Die macht ordentlich Damage, man überlebt es gerade noch so und jetzt nimmt man hier alle Ults irgendwie zur Verfügung und versucht auf den Punkt zu pushen, aber die Coalescence auf der Gegenseite, die hält einfach dagegen. Double Kill jetzt, nee, ein Kill mit dem Death Blossom, man nimmt auch noch den Supercharger weg. Und jetzt die Doomfist Ult, wo landet sie? Genau auf der Mitte, um sich kurz zu resetten und damit geht es weiter auf den Punkt. Es ist ein wilder Fight, beide Teams versuchen hier den Punkt nicht abzugeben, versuchen irgendwie durchzukommen. Aber es sieht nicht gut aus für Alt Nemesis. 99% hier für die Northwest Narwhals. Sehr, sehr schwierige Sache. Overtime ist hier dran. Alt Nemesis ist hier noch am Contest. Es sind hier noch vier Leute da, die hier noch gut Damage drücken können. Inklusive dem Sigma, der hier natürlich auch noch Distanz durchbringen kann. Aber Northwest Narwhals gibt hier einfach nicht auf. Coalescence kommt hier von Alt Nemesis noch einmal drauf. Number Advantage ist bei Northwest Narwhals, die hier auch einige Kills machen können. Aber Smile legt direkt nach, Nacht ist raus und damit jetzt vielleicht der Vorteil für Alps Nemesis. Die haben hier nochmal die Flux hier von dem Sigma, der aber nicht allzu viel Schaden macht. Ignite the Sky räumt weiter auf, hat hier auch nochmal seine Ult zur Verfügung, kriegt Binary raus und die Overtime nochmal ganz kurz getriggert. Jan schafft es aber nicht mehr, hier das am Leben zu halten und somit geht die erste Map an die Northwest Narwhals. Allerdings, Northwest Narwhals haben sich hier deutlich besser geschlagen als die Alps Nemesis, die hier einfach auf der zweiten Map enorme Probleme hatten, sich wirklich durchzuschlagen. Das war ein ziemliches Problem für die Alps Nemesis, die hier wirklich einfach nicht durchgepusht haben. Northwest Narwhals hat da einfach eine viel zu gute Haltung bewahrt und ließ da wirklich
die Alps Nemesis keinen einzigen Meter überhaupt nach vorne kommen. Ja, und ich fand, die Alps Nemesis, die haben sehr, sehr lange contestet für meinen Geschmack, sich wenig zurückgezogen, sehr lange auf dem Punkt. Vor allen Dingen Jan ist mit dem Doomfist immer, ja, auf die Kills ausgewiesen und hat sich nicht regelrecht zurückgezogen, um dann mit seinem Team wieder Beihilfe zu leisten können, um zusammen vorzupushen, um den Vorteil von den eigenen Schilden nutzen zu können. Und ja, Alps Nemesis, so wird das nicht. So geht die erste Map an die Narwhals und das ziemlich verdient. Das auf jeden Fall verdient. Also Northwest Narwhals haben wir deutlich solider gespielt. Was mir gerade aufgefallen ist, ist noch die erste Map mit der Pharah war einfach eine sehr, sehr gute Idee tatsächlich, weil halt einfach Alps Nemesis konnte mit ihrem McCree nicht genügend antworten, als dass die Pharah in ihrem Freiraum beraubt wurde. Der Sigma hat gute Arbeit gemacht, hat auch die Mercy tatsächlich mal aus der Luft rausgestunt geholt und in den Abgrund geworfen bekommen. Aber schlussendlich war da einfach zu wenig Pressure auf der Pharah da und sie hat einfach viel zu viel Freiraum gehabt. Ja, viele Räume, viele Dächer, wo sie rumfliegen kann und einfach dann aus dem Blickfeld des gegnerischen McCrees bleiben kann. Das ist natürlich gut gespielt, das ist gut ja, angepasst an die Gegner, beziehungsweise schlecht von den, ja, von den Alps Nemesis. Die müssen jetzt sich nochmal zusammenreißen für die zweite Map, denn ja, wir spielen hier ein Best of Five, das heißt, es kann ganz schön schnell gehen. Es kann definitiv schnell gehen, wir haben es gerade schon gesehen, drei Maps und das war's, von daher muss Alps Nemesis sich einmal zusammenraufen und sagen, hey, noch ist nichts verloren, wir können immer noch weitermachen und wir können das Ganze noch gewinnen. Aber jetzt muss was kommen. Sie haben jetzt noch einmal Northwest Narwhals gesehen, wie sie jetzt in der neuen Meta spielen. Und dementsprechend muss Alps Nemesis jetzt auch darauf antworten, wie da gespielt wird. Denn aktuell scheint es nicht so, als ob die Meta in Favor für Alps Nemesis wären, sondern eher Northwest Narwhals, die da wirklich besser mit klarkommen. Ja, der Sigma, der ist schon ganz gut ins Spiel gekommen bei den Northwest Narwhals. Da hat man schöne Schilde setzen können. Man hat einfach das ganze Skillset, die Cooldowns so genutzt, dass es gepasst hat. Alps Nemesis waren dann noch ein bisschen im Rückhalt. Und ja, wir gehen kurz in die Pause, um dann gleich wieder für euch zurück zu sein mit der zweiten Map.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Passend, damit es gleich mit der Map 2 hier weitergehen kann. Die Narwhals momentan einen Punkt vorne, haben Alps Nemesis hier das Leben auf Li Jung Tower echt schwer gemacht. Das ist keine Frage. Also Li Jung Tower war definitiv eine Map, die für die Narwhals definitiv favorable war. Also die haben hier wirklich deutlich mehr Pressure gemacht, deutlich aggressiver. Und Alps Nemesis haben zwar am Anfang versucht, wirklich aggressiv reinzugehen, aber mit der Zeit ist entweder die Aggressivität ein bisschen runtergekommen, weil man einfach zu sehr, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, auf die Fresse bekommen hat. Aber es ist schwierig zu sagen, woran es da wirklich bei Alps Nemesis gelegen hat. Aber hauptsächlich, glaube ich, ist es ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten und auch Targeting vor allem. Weil ich habe das Gefühl, dass da wirklich sehr, sehr viel Damage einfach wide gespreadet wurde, ohne dass es da wirklich auf ein zentrales Target gefokust wurde. Und das hat halt bei Northwest Narwhals deutlich besser funktioniert. Da hat man im Killfeed immer eins nach dem anderen gesehen, während bei Alps Nemesis halt teilweise wirklich mehrere gleichzeitig gefallen sind, wenn denn was umgefallen ist. Alles klar. Ja, da ist es auf jeden Fall so gekommen und Alps Nemesis ein bisschen Schwierigkeiten in der Koordination. Die müssen versuchen, ja, mehr auf die Tage zu gehen. Haben es natürlich geschafft, die Big Ults ein bisschen zu unterbrechen. Also da haben wir noch nicht so viel gesehen, auf beiden Seiten allerdings. Also noch keine Barrage, keinen dicken Death Blossom und alles ist noch ausgeblieben, auch keine Equation, keine Graphitic Flux hier von Sigma, die ja auch verheerenden Schaden anrichten kann. Das wurde alles unterbunden, schön und gut, aber man muss natürlich auch die kleinen Fights gewinnen, man muss schnelle Engages machen und vielleicht den First Pick, der ist so entscheidend in dieser Meta und wenn das, wie so oft bei den Alps Nemesis, der Jan war mit seinem Doomfist, dann sieht es echt düster aus. Dann sieht es wirklich düster aus, gerade ein Doomfist ist gerade sehr, sehr stark, kann ich wirklich mit seiner Mobilität sehr, sehr gut punkten. Da halt die Schilde auch sehr, sehr schnell wechseln können von ihrer Position, ist halt dieser Direct Melee Damage, der halt wirklich durch die Schilde durchgeht, enorm vom Vorteil. Und von daher, ein Doomfist direkt zu verlieren, tut ordentlich weh, gerade wenn man das Potenzial hat, einen Support oder so oder einen DPS einfach direkt rauszunehmen. Und gleichzeitig ist da natürlich Lufthoheit, die halt bei Alps Nemesis nicht vorhanden ist und Northwest Narwhals diesen Luftraum für sich beansprucht hat und den auch uncontested bekommen hat. Und auch auf der Gegenseite bei den Narwhals hat Ignite the Sky einfach einen super Job gemacht auf seinem Doomfist. Er ist immer engaged, er hat die Picks gekriegt, also da muss man auch aufpassen, dass man seinen Rechtsklick trifft. Das ist, glaube ich, so das Essentielle, denn wenn der Pick da ist, dann kann der Rest des Teams nachkommen, dann kann man engagen, dann kann man die Picks nachholen und das ist das Wichtige, was jetzt Alps Nemesis sich vielleicht nochmal auf einen kleinen Zettel schreibt, in die Hosentasche steckt und für die nächste Map dann gleich mitnimmt. Das wäre auf jeden Fall fantastisch, wenn sie das hinkriegen. Denn Alps Nemesis natürlich, ich als Schweizer hoffe natürlich, dass Alps Nemesis da ein bisschen was weiterkommt. Aber natürlich müssen wir hier absolut unparteiisch bleiben und mal schauen, wie sich beide Teams anstellen. Auf jeden Fall von beiden Teams haben wir genügend Action gesehen, dass sie sagen können, es verspricht noch weiterhin ein spannendes Spiel zu werden. Auf jeden Fall und die nächste Map, die wird uns gleich zugeworfen werden. Wir werden sehen, Alps Nemesis natürlich jetzt mit dem Loser-Pick und sie haben Hollywood gewählt. Möglicherweise ja jetzt die Chance, eine gute Strat zu fahren, um zu schauen, was spielen wir, was nehmen wir. Und wir sehen die Northwest Narwhals, die werden hier in den Angriff nehmen. Da kann man in den Angriff gehen, da kann man noch nicht so sagen, was sie spielen. Alps Nemesis, die müssen sich gleich für eine Comp entscheiden. Ja, das wird hier sehr, sehr interessant, weil wie sich hier Alps Nemesis vorgehen will. Wir haben vorhin schon eine sehr, sehr verschiedene Wege gesehen, wie man hier wirklich angreifen kann. Und ich bin gespannt, was hier noch für Snowballs und Alps Nemesis uns denn zu bieten haben. Denn Hollywood eigentlich eine Map, von der ich eigentlich der Überzeugung bin, dass hier recht vieles funktioniert und man dann ja auch viel Freiraum hat, auch wenn die Meta das Ganze natürlich immer so ein bisschen einschränkt. Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr offene Map, die zum Verteidigen, glaube ich, ein wenig einfacher ist als anzugreifen, würde ich mal meinen, da halt einfach als Angreifer nur diese zwei Wege existieren und sich eigentlich für einen entscheiden muss, auch wenn der dritte teilweise noch genutzt wird. Ja, und wir haben vorhin von den Pantheras, haben wir gesehen, die Bitterböse kommt mit Bastion, mit der Pharah und das hat ganz schön wehgetan, aber jetzt sieht es erstmal so aus, als würde die Verteidigerseite, die Narwhals, würden auch auf den Bastion gehen, allerdings mit der May dazu, um halt den Engage zu stoppen, um hier Jan das Handwerk zu legen und ja, ob der Torbjörn da mit seinem kleinen Hammer im Angriff bleibt, ich bezweifle es. Ich bezweifle es ebenfalls. Wir schauen mal, ob das Ganze wirklich was wird, aber wir bezweifeln es jetzt einfach mal beide mal. Und auch die Support-Lineup ist da relativ interessant, dass hier beide Seiten mit einer Ana ankommen. Auch wenn da dann der Unterschied im zusätzlichen Support ist. Battle Axe natürlich in der Bunker kommt, beziehungsweise der Bastion kommt, ist natürlich ein Baptiste tipptopp dabei, während Eagle da mit der Mercy nachhelfen wird. Damien sich jetzt bei Alps Nemesis gedacht hat, hey, Mercy, wir probieren das jetzt auch mal. Das könnte klappen, aber hey, da ist bereits die Antwort.
Endtide und die Hits kommen rein. Da ist der Rest sofort raus. Also das funktioniert nicht ganz so gut wie bei den Northwest Narwhals. Und man gibt hier doch trotzdem weiterhin gut Gas. Immer gut zu wissen, dass man eine Mercy im Rücken hat und Neris, der ballert einfach durch. Binary ist schon raus. Orisa wurde da kurz schlafen gelegt, hat ein Nickerchen gemacht, aber konnte sich nochmal zurückziehen und jetzt muss die Rotation erstmal von den Narwhals kommen, weil sie da doch ein bisschen Schaden gefressen haben und jetzt groupt sich Alps Nemesis wieder ab und die haben jetzt die nötige Distanz, um ja, von den Narwhals ordentlich Schaden zu fressen. Da muss man erstmal durchkommen, vielleicht eine Rotation außenrum. Tatsächlich versucht man ja das teilweise Sigma mit dem Schild Engage hier, aber das ist eine huge Endline, die auf beide Tanks landet von Caps Lock, der hier wirklich absolut guten Job macht. Und jetzt geht's in den Close Combat Fight, wo natürlich Jan glänzen würde, wäre er nicht schon wieder rausgepickt worden. Also Jan wieder, der erste Pick, der hier fällt, wieder eine schöne Endline. Die Orisa kann dann nicht mehr groß mithalten und Caps Lock ist derjenige, der jetzt hier fällt. Keine Ahnung mehr, keine Endline mehr, aber Neris ist da immer noch da und haut da immer noch gut Schaden raus, dass da einfach Alps Nemesis nicht gegen contesten kann. Und der Damage-Output von Northwest Narwhals ist einfach zu viel für die Alps. Man muss irgendwie an diesen Bastion rankommen, man muss Neris das Handwerk legen, um irgendwie dadurch diese Verteidigung zu brechen. Aber da ist natürlich ein Baptiste im Weg, der hat ein Immortality Field und die Schilde einfach, die eigenen, die sind so schnell down, da kann man gar nicht viel machen. Der nächste Engage, der steht schon in den Startlöchern, man versucht es hier irgendwie ranzupushen, aber da sind Schilde im Weg, da kann man nicht viel machen momentan. Der Nano-Boost, der steht bereit, vielleicht ja gleich eine Idee, den entweder auf Jan hier zu geben oder ja möglicherweise auch auf irgendeinen anderen. Mal schauen, was Levitate sich da ausdenkt. Mit der Maywall kommt man zumindest erstmal in die Rotation, um den nächsten Highground nehmen zu können, aber Battle Axe mit dem Kill auf Binary und das ist fatal, da fehlt einfach das Schild. Da fehlt das Schild und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Alps Nemesis darauf reagieren, ob sie hier engagen wollen ohne den Sigma, aber da ist natürlich noch ein Doomfist. Jan ist da noch in der Nähe hinten dran und will natürlich dann von hinten reingehen, was jetzt vielleicht passieren könnte. Ja, und da kommt erstmal der Freeze hier und der nimmt Smile einfach mit, Headshot von Ignite und das sollte es für den Angriff gewesen sein, man versucht auf den Highground zu kommen, aber Ignite ist direkt zur Stelle, wird aber weggeboopt und Neris, der nimmt sich schon den Kill auf Jan mit, somit kann man hier einen Kill nach dem anderen abfahren, vielleicht auch noch einen kleinen Stagger noch mit. Und Alps Nemesis, ja, die haben nur noch 1 Minute 22 übrig, um hier den Punkt einzunehmen. Und Sigma kommt erst jetzt. Es sind wieder so kleine Sachen. Bei Binary wurde wieder rausgepickt, weil das Schild einfach nicht richtig gesetzt wurde und beziehungsweise zu früh weggenommen wurde. Was dann einfach eine enorme Schwierigkeit für Alps Nemesis, wenn sie dann einfach 5 gegen 6 sind, das noch hinter feindlichen Linien, womit sie nicht einmal gut Reinforcements holen können. Und deswegen hat ja Alps Nemesis tatsächlich im Moment Schwierigkeiten, aber jetzt neuer Weg. Da kommt aber auch die Sigma-Ult, die nicht allzu viel reinhauen kann. Das ist hier gerade ein Vorteil für Alps Nemesis, die hier ein wenig Damage rausdrücken können. Das versucht man jetzt. Das trifft hier sehr, sehr gut. Kommt hier der Huge Pull dazu? Nein! Der Nano-Boost verhindert hier, dass Neris hier fällt und kommt trotzdem noch mit der Configuration Tank durch, die hier ordentlich Damage rein. Aber Smile mit dem Freeze, mit dem Blizzard, kann jedenfalls noch einmal gut Damage raushauen und kriegt man hier einen Tick raus. Man hat zumindest schon mal einen Tick. 2 Gegner sind noch da von den Northwest Narwhals. Und die müssen hier langsam contesten, was jetzt hier auch passieren wird. Der Baptiste Battle Axe noch sehr, sehr gut dabei. Kann hier von den Seiten gute Shots landen, sodass die Northwest Narwhals tatsächlich noch einmal turnen kann. Womit hier Alps Nemesis vielleicht noch einmal vom Punkt verdrängt wird. Was hier auch passiert fast schon. Northwest Narwhals ist mittlerweile fast vollzählig wieder da und die 2 Tick. Die Uhr tickt runter, 60% haben sie geholt, aber da kommt noch einmal ein Wrecking Ball rein, der hier aber sofort rausgeholt wird. Die Uhr tickt weiter runter, Alps Nemesis kommen sie noch einmal dran. Mit dem Winston kann man noch einmal rauf engagen, aber der fällt auch relativ schnell. Gibt es noch einmal Reinforcements oder nicht? Es sieht schlecht aus und Northwest Narwhals hält hier mit 63,5% flach. Respektable Leistung, wenn man nur noch 2 Supporter hat, dann den Punkt nochmal so zu contesten, dass das ganze Team nachkommt, dass man die Kills holt, obwohl das vollständige Team von Alps Nemesis auf dem Punkt war. Da spricht man einfach hier nur für die Stärke der Northwest Narwhals. Die haben sich hier vorbereitet, die wissen, was kommt. Und der Bastion, der hat einfach seine Arbeit gemacht, der hat seinen Job gut gemacht, auch wenn der letzte Engage von Alps Nemesis echt vielversprechend war. 63,5%, das ist nicht unmachbar, also Alps Nemesis immer noch mit der Chance hier, das 2:0 zu verhindern und sich selber einen Punkt aufs Konto zu schreiben. Richtig, noch ist die Map hier Hollywood noch nicht verloren. Natürlich 63,5%, wie du es erwähnt hast, ist nicht die Welt. Es ist gerade ein relativ einfacher Punkt einzunehmen, sagen wir jetzt mal, für die Capture Points. Es ist jetzt nicht gerade der schwierigste Hollywood, aber er besitzt schon einige Schwierigkeiten, die Alps Nemesis vielleicht jetzt ausnutzen könnte, wenn sie bei Northwest Narwhals ein bisschen aufgepasst haben.
Auch wenn Northwest Numbers tatsächlich relativ früh von ihrer Highground-Position verdrängt wurde, haben sie tatsächlich die Abwehr relativ souverän gehalten, womit die Alps Nemesis einfach nicht mehr zum Zuge kam. Und wie gesagt, Alps Nemesis hat da einfach diese kleinen Fehler gemacht, gerade mit dem Sigma, dass man einfach 5 gegen 6 dann engagen musste, beziehungsweise 5 gegen 6 engaged wurde. Und das ist dann natürlich die Situation, die man nicht haben will. Und Northwest Numbers hat das natürlich eiskalt ausgenutzt und jetzt natürlich mit ein wenig anderem Comps, wenn das hier so bleiben würde, aber da wird auch schon wieder rumgeswitcht. Aber auch Alps Nemesis will hier tatsächlich mit einem Bastion ankommen, gleichzeitig aber noch mit Smile in der Luft, mit der Pharah, auch noch ein wenig Lufthoheit schaffen, was beim Angesichts der Sache von den Northwest Nowals vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Ja, aber wer weiß, vielleicht nehmen die hier die Symmetra zum Rad und teleportieren sich ganz wild um die Map, um einfach diese Choke Points zu umgehen, um hier die Möglichkeit zu haben, einfach um den Gegner rum, um das Bastionfeuer rumzugehen. Da wird einfach mal ein Stun mitten reingeschmissen, aber keinen erwischt's. Und ja, das Team, das regroupt sich, Narwhals picken um. Es wird der Reaper gewählt mit der May. Mal schauen, ob man da dran kommt. Oh, erstmal der Stun auf die Pharah hier. Smile muss da ein Stück zurückgehen und jetzt kommt der Engage. Da ist der Engage rein und Jan schon mit dem ersten Pickel Catslog ist hier derjenige, der fällt keinen Rest da. Und jetzt ist natürlich Northwest Narwhals in der Disadvantage und Smile kann da einfach Raketen runterregen lassen. 5 Leute sind da in dieser Kammer drin, aber der Sigma steht natürlich sehr, sehr gut platziert und die Northwest Narwhals agieren hier wirklich schon fast als eine Einheit, auch wenn die hier wirklich noch hart Schaden fressen. Aber natürlich Nummer 6 fehlt weiterhin noch und man muss schauen, dass die vielleicht dazukommen kann. Aber das ist nur die Moira, die hier gut durchkommt und wieder Smile holt ihn wieder weg. Caps Lock wieder weg, was ja natürlich Zeit kostet für die Northwest Narwhals. Barrage ist da ebenfalls ready, die man hier gleich reinhauen könnte, aber Northwest Narwhals müssen natürlich schauen, dass sie gut regrouped sind, aber der Splash-Damage von Smile haut da ordentlich rein und Northwest Narwhals muss hier einfach zusehen, wie sie gepokt werden und langsam aber ihre Ults der Supports reinbekommen, denn Battle Axe ist da gleich mit einer Soundbearer ready und wenn man mit deren rein engaged, könnte das natürlich der Turnaround geben. Ja, jetzt stellt man die Maywall gut, um sich irgendwie vor der Pharah zu schützen, aber wie will man aus diesen Räumen rauskommen? Da ist so viel Spam drauf, das tut richtig weh und wenn die Barrage gleich kommt, dann könnte es hier noch ein Fiasko geben, aber man nimmt wieder Caps Lock raus und der stirbt hier viel zu oft. Der lässt sich hier echt das Leben schwer machen und es sieht so aus, als könnte man hier die Kills auf den Punkt mitnehmen, als nimmt man Binary auch weg mit dem Schild und der Bastion. Arc in der Petrouille wird hier angegangen, Smile muss auf den Highground gehen und man gibt Punktprozente ab. Jetzt contestet man noch, aber die Kills, die fallen hier längst für die Narwhals. Neris macht da den Sack zu und da wird dann der Punkt eingenommen. Da kommt nochmal die Koalescenz zur Freude raus am Ende. Und ja, Konfetti 2:0 für Northwest Narwhals. Wunderschön gespielt, man hat einfach schlussendlich das Kommando dann doch mal noch gegeben. Okay, wir haben zwar einen weniger Caps Lock, ist zwar immer wieder draufgegangen, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt engagen in 5 gegen 6 und das war der richtige Call, denn Northwest Narwhals, ich meine, Alps Nemesis waren sich eigentlich siegessicher mit ihrer Position, weil sie halt wussten 5 gegen 6, aber sie waren jetzt nicht darauf vorbereitet, dass diese Narwhals einfach diesen risky Push reingehen würde und dementsprechend die Barrage wurde überhaupt nicht genutzt. Man hätte sie nutzen müssen wahrscheinlich, aber in dem Fall war Alps Nemesis einfach nicht darauf vorbereitet, weil sie gedacht haben, okay, die werden noch einmal regroupen, die werden auf Caps Lock warten. Aber so gesehen hat man diesen Finger auf der Q-Taste dann einfach nicht finden können und in dem Effekt hat es leider das Game gekostet. Ja, die haben hier echt Allmut zusammengefasst. Ohne Moira pushen, das ist ein ganz schön risky Move, aber es zahlt sich aus. Man merkt, hier ist alles möglich in der ODS und vor allen Dingen in den Playoffs. Und jetzt haben sich die Northwest Narwhals einen richtig guten Spot hier bereitet. Die führen mit 2:0 und brauchen noch eine Map in diesem Best of 5, um dann auch ins Finale einzuziehen, um die Chance auf diesen Pokal zu haben. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir ganz kurz in die Pause und sind dann gleich für euch zurück mit ja, einer kleinen Neuigkeit und zwar den MVP-Votings.
Und da sind wir wieder zurück. Einfach weitergespielt wird hier, denn ich habe ein bisschen was Falsches erzählt. MVP Awards, die kommen erst ein bisschen später. Da haben wir erst nochmal ein Match, was wir zu Ende gucken müssen und was natürlich auch noch Spannung mit sich bringt. Richtig. 2-0 führen zwar die Northwestern Owls im Moment, aber es ist natürlich noch nicht entschieden. Matchpoint ist jetzt da. Aber die Alps Nemesis, die haben hier noch die Möglichkeit, gut aufzuholen, denn bis zu 3 Maps könnten wir ja noch weiterhin spielen. Von daher hat die Alps Nemesis da wahrscheinlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie noch weiterkommen können. Von daher kann die sich noch einmal sammeln, noch einmal in sich gehen und dann sollte das vielleicht noch mal zumindest eine spannende Karte zum Schluss noch werden. Eventuell, wenn es denn der Schluss wird, wir wollen es ja noch nicht vorher abentscheiden und mal gespannt, ob Alps Nemesis da nochmal ein kleines Turnaround starten kann. Die haben auf jeden Fall gerade, glaube ich, schon mal so einen kleinen Schwachpunkt gefunden bei den Owls und ich glaube, der hieß Caps Lock, oder? So leicht, ja. So, also teilweise wurde da wirklich als Moira halt oft rausgepickt mit dem Fade halt gerade frisch auf Cooldown. Dann wusste man halt genau, okay, Moira ist verwundbar, alles drauf da und dann hat man auch Caps Lock relativ schnell da rausgeholt gehabt. Also mal schauen, ob da vielleicht vom Team intern da noch was ein bisschen auf Caps Lock wartet. Aber im Großen und Ganzen hat es ja trotzdem zu einem sehr, sehr souveränen Ergebnis geführt. Ja, man spielt halt mit dieser Schildmeter so nah beieinander, dass das Team durch die Moira so viel Heal kriegt. Aber ja, mal schauen, ob das gleich auch so weitergeht. Jetzt gehen wir erstmal auf die nächste Map. Jetzt sind wir hier auf Tempel des Anubis, was sich Alps Nemesis ausgesucht haben. Und ja, vielleicht mal wieder eine Möglichkeit, eine andere Strat zu zeigen, mal wieder ein bisschen durchzuswitchen. Und die Northwestern Owls, die wollen, glaube ich, ihr System runterspielen. Das sowieso. Die haben hier natürlich noch ein Finale zu gewinnen, wenn die hier noch weiterkommen wollen. Die müssen das hier jetzt natürlich gut machen und mal schauen, ob ihnen tatsächlich 2CP dann ein wenig mehr liegt als Hybrid, aber wir hatten ja vorhin schon Capture Points direkt und da hat Alps Nemesis jetzt nicht gerade so extrem geglänzt. Wir haben auf beiden Seiten einzelne Spieler mitbekommen, die halt einzeln gepickt wurden und auf Tempel von Anubis ist das natürlich nochmal was ganz anderes, wenn wir hier ein wenig Sniper-Duelle sehen werden, was aber wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, was auch nicht wirklich zum Zuge kommt im Moment. Ja, die Northwestern Owls bereiten sich vor, denen jucken die Finger, die wollen hier Linksklick gedrückt halten und die Kills mitnehmen. Und es wird zumindest als erstes ein Bastion mal gepickt, mal schauen, ob das auch so bestehen bleibt. Natürlich für die Defense hier ganz gut und mit dem Baptist zusammen auch sehr wahrscheinlich, denn das haben sie auch gerade schon gezeigt. Das haben sie gerade auf jeden Fall schon gezeigt, wie da mit dieser absoluten Hunkerdown kommt, die einfach nur mit diesem Bastion Damage auskommen will und Ignite the Sky, der da einfach die Flanklinien für die Gegner schwierig macht, abgrenzt, was geht, dass hier der Neris wirklich absolut freie Sichtlinie hat auf die Gegner und einfach die Runden durchballern können. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sich hier Alps Nemesis entscheidet zu reagieren. Es ist die May Reaper kommt, die man hier reinhauen will, aber da kommt natürlich direkt mit einem Bastion im Bezug nach kriegt da auch Eagle sofort raus. Und jetzt ist natürlich hier Alps Nemesis komplett gesplittet, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Und Northwestern Owls kann sich schon mal die ersten Zeitsekunden wichtig mitnehmen. Und jetzt ist man allerdings hinten dran und man weiß hier schon, dass man hinten dran ist. Man hat hier schon von Northwestern Owls entsprechend rotated und man ist ja auf einer sehr, sehr guten Position. Tatsächlich, der Schild hier vom Sigma wird hier absolut nicht angegriffen. Sehr, sehr schöne Enter-Nate, die hier die Orisa, die fast down bekommt. Faff hier sehr, sehr low, kann aber nochmal hochgehealt werden. Jetzt Neris ist derjenige, der fällt. Und das sollte natürlich nicht passieren bei einer Bastion kommen. Und Alps Nemesis weiß das genau. Die gehen aggressiv rein. Die wollen es jetzt wissen. Und man will hier einfach noch reingehen. Jan allerdings gesleept. Der wird hier noch einmal ordentlich rausgenommen. Und Neris hat ja schon wieder rumgeswitcht, während Smile da derjenige ist, der hier rausgehockt wird. Und das war ein sehr, sehr schöner Bullet. Eine gute Anti-Nate. 4 Leute Anti-Nate von Alps Nemesis. Der Damage regnet durch. Und damit hat hier Northwestern Owls 2 Picks sich rausgeholt. Da ist noch ein sleepender Levitate und der wird ebenfalls noch rausgeholt. Sehr, sehr gute Situation und Schärf von Northwestern Owls. Und Alps Nemesis einmal mehr zu Boden geworfen. Ja, Caps Lock ist da auf jeden Fall viel besser aufgehoben auf der Anna als vorhin auf der Moira. Diesmal stirbt er nicht, diesmal wirft er die dicken Anti-Nates ins Gegnerteam und Alps Nemesis, die müssen dann wieder nachgeben. Neris hält sich schon bereit, um hier irgendwie in der Vorpusht ja, rauszukriegen und Alps Nemesis müssen aufpassen. Die kriegen zu frühe Kills und werden dann dadurch gesplittet, deshalb im Vorpushen nicht so gut möglich. Eine Maywall, die sitzt nicht so gut, aber der Freeze, der kommt auch rein, der soll hier den Engage verhindern, auch die Coalescence auf der Gegenseite. Ja, mal schauen, ob man da viel machen kann. Die May ist mit dem Nano-Boost ausgestattet und geht dementsprechend davor, aber auch Jan, der versucht hier den Damage rauszukriegen, der versucht die Freezes zu kriegen, aber es will nicht ganz gelingen, da wird die Amplification Matrix rausgehauen und Nacht kriegt wieder mal den Stun auf E-Girl und damit fehlt einfach Heal und fehlt der Speed auf der Seite der Alps Nemesis und der nächste Push sollte auch wieder passé sein.
Der ist passé, auch wenn dann noch die Mei und die Moira da sind, aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Nein, man lässt hier zum Rückzug, da kommt noch der Halt rein, aber da kommt noch die Mei-Wall, um hier die beiden ein wenig zu saven. Aber kommt man auch tatsächlich raus, das schafft man tatsächlich, man kommt hier mit den Leuten raus und kann sich hier somit ein wenig den Schaden minimieren, auch wenn der Schaden immer noch enorm ist, denn die Zeit tickt, eine Minute 30 sind es noch auf der Uhr und als Nemesis muss hier langsam nach vorne kommen, aber die Halt-Kombos hier sind sehr, sehr gut. Die sitzen hier immer mit mehreren Leuten. Und auch die Anti-Nades schon wieder drei Leute erwischt. Levitate kann sich da relativ schnell rausholen. Aber Fave, und jetzt kommt hier noch einmal der Huge Damage durch. Und Nebris da einfach nur durchgepuncht. Und somit hat die Alps-Nemesis wieder einmal eine Gratisreise zurück in den Spawn bekommen. Da wurde mal eben der Boden gewischt und Alp-Nemesis, die suchen jetzt nach einer Möglichkeit, die wollen irgendwie rankommen und ich glaube, die größte Hoffnung liegt hier auf Smile, auf der Ultimate, die muss ein, zwei Mann mitnehmen und dann eröffnet das ganz neue Fenster hier, aber die Zeit, die drückt auch so langsam im Schuh. Auf der Gegenseite ist natürlich Neris, der aus einer Gravitic Flux auch rauskommen kann, aber Binary natürlich auch noch weit entfernt davon. Man muss sich irgendwie hier verteidigen, aber wieder verliert man Eagle, man verliert Fav und da wird der Meteor Strike gezogen, um einfach nochmal zu entkommen. Den braucht man hier gar nicht, um zu verteidigen. Die Narwhals, die halten hier gut und drängen den Gegner zurück, nehmen den immer mehr Zeit von der Uhr. Jetzt auch nochmal der Engage hier auf Binary und ja, der bezahlt mit seinem Leben. Der bezahlt mit seinem Leben, nimmt aber noch Neris mit. Von daher hat man hier vielleicht einen kleinen Advantage gerade für den nächsten Fight, aber es muss schnell gehen. 20 Sekunden sind noch auf der Uhr. Drei Ults sind ready, aber auch Ignite the Sky, der Blizzard, der kommt gleich. Der könnte hier noch einmal critical werden. Wenn ihr als Nemesis versucht reinzupushen, kann man mit diesem Blizzard einfach das ganze Team abfangen. Und jetzt zählt, die Uhr tickt, Smile teleportet sich hinter die Linien, hat da seine Death Blossom ready, wird allerdings abgefangen von dem Doofus. Death Blossom kommt rein, holt ihr einen, holt den zweiten und das ist hier noch einmal Huge Damage. Da ist es nicht ganz der Triple Kill, aber die Northwest Narwhals, die lassen sich nicht beirren, die setzen direkt nach. Man muss die Overtime am Ticken halten, man muss hier irgendwie schaffen, dieses Game am Leben zu halten. Aber Neris und Nacht, die setzen einfach nach, die löschen die Gegner aus. Alps Nemesis trotzdem Double Kill mit der Reaper Ult hier im Nachsehen. Die kriegen den Punkt nicht angefasst, die kriegen hier keine Prozente und Northwest Narwhals bärenstark und die haben es jetzt in der Hand. Jetzt geht's drum, wenn sie diese Map einnehmen, wenn sie nur einen Tick auf diesen Punkt kriegen, dann sind sie sind im Finale. 33% der Dream, würde ich mal sagen, aber als Nemesis, es sah besser aus. Sie arbeiten an sich, sie kommen voran. Die Reaper Ult hat gesessen, zwei Leute erwischt, aber der generelle Playstyle von Northwest Narwhals ist einfach so viel stärker, dass Alps Nemesis aus diesen zwei Picks nichts machen konnte und Northwest Narwhals trotz abgeschwächter Stärke immer noch diese Pressure aufrechterhalten konnte und Alps Nemesis einfach nicht daran vorbeikommt. Ich habe das Gefühl, Alps Nemesis wissen, was sie tun. Sie wissen, was sie tun und sie wollen auch definitiv reinpushen. Aber Northwest Narwhals hat einfach diesen individuellen Fokus besser. Sie wissen einzeln besser, was sie tun sollen, während Alps Nemesis als Team zwar an und für sich gut funktioniert, aber Northwest Narwhals einfach in diesen individuellen Zweikämpfen einfach jedes Mal die Oberhand hat. Und da muss ich einen Begriff in den Raum werfen, und zwar Ult Economy. Das läuft einwandfrei bei den Narwhals. Die stacken die Ults und die benutzen im Ernstfall dann halt auch nur, was wirklich gebraucht wird. Alps Nemesis sitzen teilweise sehr lange. Smile haben wir gerade gesehen, sehr lange auf der Ult gesessen und ja, nicht wirklich da Value rausziehen können. Ich glaube, in der Zeit hätte er dann noch eine zweite Reaper Ult aufbauen können und dementsprechend auch keinen Damage durchdrücken können. Und ja, da muss man vielleicht dran arbeiten. Aber jetzt sehen wir hier den Genji, wir sehen den Winston, wir sehen die Diva, den Zen, die Anna. Ich glaube, das nennen wir Dive. Das nennen wir auf jeden Fall Dive. Das wird hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das könnte der Surprise-Faktor sein, den hier Alps Nemesis vielleicht braucht. Aschaffenburg spürt, dass hier wirklich der Dive noch einmal reinkommen könnte und vielleicht noch einmal das Game saven kann. Aber es wird die Frage, reicht dieser Surprise-Faktor? Northwest Narwhals wissen nicht, was sie vorhaben. Sie denken sich einfach nur, wo ist das Team? Und da ist das Team, da kommt's reingedived. Mitten rein, der Splash-Damage ist Winston, haut ordentlich rein. Schöne Anti-Nate noch rein, die hier gut...